Moin, ich bin hier auf der Kaimit, dem höchsten Berg im Pfälzerwald, und rund um mich seht ihr Nebel. Wir sind hier so weit oben, dass wir uns zumindest heute in den Wolken befinden. Und jetzt ist die Frage, was ist das genau? Wo drin sind wir hier eigentlich in den Wolken? Und ihr mögt jetzt vielleicht sagen, ja klar, Wasserdampf. Und ich werde euch sagen, das ist leider falsch. Denn Wasserdampf kann man gar nicht sehen. Und ihr denkt euch jetzt, hä? Was erzählt er da? Natürlich kann man Wasserdampf sehen. Jedes Mal, wenn ich Tee koche, sehe ich den. Ich schalte den Wasserkocher an und darüber sehe ich so weiße Schwaden. Natürlich kann man den Wasserdampf sehen. Nein, könnt ihr nicht. Schaut mal an dem Wasserkocher direkt an der Stelle am Deckel, wo der Wasserdampf rauskommt. Genau da werdet ihr nichts sehen. Das heißt, ihr werdet gut durchgucken können. Ihr seht vielleicht die Wand dahinter oder den Rest eurer Küche. Genau an der Stelle am Deckel, direkt über dem Wasserkocher. Da muss der Wasserdampf ja rauskommen, sonst wäre er ja weiter oben nicht da, um diese Wolken zu machen. Aber genau an der Stelle werdet ihr ihn nicht sehen. Das heißt, er ist unsichtbar. Oder, wie wir ein bisschen wissenschaftlicher sagen könnten, farblos oder durchsichtig. Und ja, offensichtlich können wir Wasserdampf also nicht sehen. Noch ein Beweis? Die Luftfeuchtigkeit. Darüber habe ich schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich auch unten in der Beschreibung. Und Luftfeuchtigkeit ist zumindest in der Natur niemals bei 0%. Man hat immer mindestens 20, 30, 50 bis 60% Luftfeuchtigkeit in der Natur. An einem normalen Tag hier, jetzt im Nebel, sind es mehr. Und diese Luftfeuchte ist Wasserdampf in der Luft und den können wir auch nicht sehen. Wenn wir an einem klaren Tag durch die Gegend schauen in die Ferne, können wir prima sehr weit gucken, durch Wasserdampf durch, denn wir werden immer noch mindestens 20% Luftfeuchte haben draußen und wir sehen diesen Wasserdampf trotzdem nicht. Also muss der Wasserdampf unsichtbar sein. Aber hier hinter mir, da in der Ferne, rundherum ist es überall weiß. Was ist das nun? Wir schauen uns mal kurz an, wie Wolken entstehen. Wir gehen davon aus, wir nehmen eine große Menge Luft, die ist tagsüber unten irgendwo in der Rheinebene gewesen. Die Sonne hat geschienen, das war 15 Grad warm, obwohl es schon Herbst ist. Und die Luft ist schön warm geworden, aus den ganzen Gewässern ist Wasser verdampft, aus den Pflanzen auch. Und dadurch hatten wir eine Luftfeuchtigkeit von 50%. Also halb so viel Wasser, wie in der Luft sein könnte, war auch in der Luft. Und diese 15 Grad warme Luft zieht jetzt hier hoch, hier oben in den Pfälzerwald. Und hier oben ist es viel kälter. Ich habe kein Thermometer dabei, aber es ist ziemlich kalt an den Händen. Ich würde sagen, es sind vielleicht zwischen 2 und 5 Grad. Und da kann Luft nur noch sehr viel weniger Wasser aufnehmen, als wenn sie 15 Grad hat. Das heißt, wir haben hier oben jetzt plötzlich viel zu viel Wasser in der Luft. So viel Wasser, wie die Luft gar nicht mehr aufnehmen kann. Die Luft wird immer kälter, die relative Luftfeuchtigkeit steigt dadurch, irgendwann sind wir bei 100%. Und wenn die Luft noch kälter wird, dann haben wir mehr Wasser, als die Luft aufnehmen kann. Und dieses Wasser muss irgendwo hin. Und weil die Luft jetzt nicht von irgendwem ausgequetscht wird, läuft das Wasser nicht unten raus, sondern überall hier in der Luft, überall entsteht flüssiges Wasser. Der Wasserdampf kann nicht mehr in der Luft sein, es entstehen überall winzige Wassertröpfchen. Die ganzen Wassermoleküle halten sich zusammen durch Wasserstoffbrückenbindung. Darüber könnte ich auch noch mal ein Video machen, wenn das dann fertig ist, kommt das auch in die Beschreibung. Und es entstehen überall winzige Wassertröpfchen. Die sind sehr klein und deswegen können wir sie mit bloßem Auge auch nicht sehen. Hier überall können wir keine einzelnen Tropfen sehen, denn es sind unglaublich viele und sie sind so unglaublich klein, dass sie auch nicht sofort zu Boden fallen, sondern durch die kleinsten Luftbewegungen in der Luft gehalten werden. Und wir wissen auch, wenn Licht von der Luft ins Wasser geht oder andersrum, dann wird es gebrochen, das heißt, es ändert ein bisschen seine Richtung. Und dadurch, dass wir hier so unglaublich viele kleine Wassertröpfchen haben, ändern die Lichtstrahlen ständig ihre Richtung. Und alles, was nicht wenige Meter von mir entfernt ist, sondern weiter weg, kann ich nicht mehr klar erkennen, weil das Licht so oft gebrochen wird, dass es ganz oft zickzack geht und dann nicht mehr gerade bei mir ankommt. Das heißt, Nebel ist kein Wasserdampf, sondern entsteht nur dadurch, dass die Luft den ganzen Wasserdampf nicht mehr aufnehmen kann und dadurch flüssige Wassertröpfchen entstehen. Nebel besteht also aus ganz vielen kleinen Tröpfchen flüssigen Wassers. Und genau das Gleiche passiert auch beim Wasserkocher. Der heiße Wasserdampf steigt weiter nach oben, kühlt dann in der Luft ab und dadurch entstehen kleine Wassertropfen, die das Licht brechen und dadurch erscheint uns eine weiße Wolke über dem Wasserkocher.
Damit sind wir auch bei einer sehr beliebten Physikfangfrage für zum Beispiel Physik-Erstsemester. Ich weiß nicht, ob ihr die zwei Leute da hinten im Nebel noch sehen könnt. Vielleicht sind das welche, vielleicht aber auch nicht. Die sind ja gerade nur vorbeigelaufen. Eine sehr beliebte Fangfrage auf jeden Fall stellt man zu einem Bild. Darauf ist zu sehen ein Fluss, der ist teilweise zugefroren, aber nicht ganz. Außenrum liegt Schnee und in der Luft sieht man Wolken oder Nebel. Und die Frage lautet, wie viel Aggregatzustände von Wasser können wir hier sehen? Und 90% der Leute sagen dann, ja klar, 3. Das flüssige Wasser, das feste Eis und den Schnee und dann die Wolken. Und wenn ihr jetzt gerade gut aufgepasst habt, wisst ihr, was an der Antwort falsch ist. Na? Achso, das ist YouTube, da kann mir keiner antworten. Ja, natürlich 2. Den Wasserdampf können wir nicht sehen. Wir sehen festes Eis und wir sehen flüssiges Wasser im Fluss und in der Luft. Und das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.